Windows United. Ein Windows, eine Community. Leo Klint von WindowsUnited.de. Für mich als Microsoft-Fan war der folgende Test eine ganz besondere Herausforderung. Windows-Fans mussten 1,5 Jahre auf ein neues Flaggschiff warten. Und nun sind sie endlich da und viele Tech-Portale haben nichts weiter als Kritik übrig. Die erste Reaktion war natürlich Abwehr. Doch auch wenn wir dem Lumia 950 eine im Grunde gute Bewertung gegeben haben, enttäuschte es uns in den Details. Doch genau diese Kleinigkeiten machen meiner Meinung nach bei einem Flaggschiff den Unterschied aus. 2 Wochen habe ich nun mit dem Lumia 950 XL verbracht. Während dieser Zeit war es mein alleiniges Alltagsgerät und ich konnte es vielen verschiedenen Situationen aussetzen. Kommt doch einfach ein Stück mit mir mit und ich erzähle euch, wie die Reise gewesen ist. ...2560x1440 Pixel, 515 ppi. Das ist ordentlich. Was aber noch viel wichtiger ist, der Screen sieht verdammt geil aus. Tiefes Schwarz, satte Farben und kein Gelbstich wie bei unserem Lumia 950 Testgerät. Habe ich schon gesagt, dass der Screen eine Augenweide ist? Im Ernst, Filme gucken oder einfach nur die Windows 10 Mobile UI auf diesem riesigen Bildschirm zu sehen, ist einfach toll. Wir haben sogar das vollwertige Blick-Feature. Ärgerlich ist allerdings, dass es kein Double Tap to Wake gibt. Aber Double Tap to Sleep? Komm schon, Microsoft, das macht keinen Sinn. Das Design und vor allem die Verarbeitungsqualität der neuen Lumia-Flaggschiffe haben wohl die meiste Kritik einstecken müssen. Bei unserem Lumia 950 waren auch wir tatsächlich nicht mit der Verarbeitungsqualität einverstanden. Für ein knarzendes Gehäuse gibt es bei einem 600-Euro-Gerät absolut keine Entschuldigung. Umso erfreulicher ist es, dass ebenso wie das gelbstichige Display unser Lumia 950 XL ein stabiles und nicht knarzendes Gehäuse hat. Das Design mit dem schwarz- oder weiß-mattem Backcover und dem chromfarbenen Microsoft-Emblem auf der Rückseite ist unauffällig. Und auch wenn das Geschmackssache ist, vermisse ich das markante Aussehen früherer Lumias. Die Lautstärkewippe im 950 XL ist in Laut- und Leiser-Taste getrennt worden, mit dem Anknopf in der Mitte. Das ist nicht schlimm. Schlimm ist, dass sie scharfkantig sind. Auch wenn ich Unibodies bevorzuge, abnehmbare Rückcover haben ihre Vorteile. So lässt sich der Akku beim Lumia 950 XL herausnehmen. Mit 3340 mAh ist er etwas größer als beim Lumia 950. Trotzdem, so lange durchhalten wie das Lumia 1520, tut das Lumia 950 XL nicht. Einen Tag sollten damit aber auch Heavy-User durchhalten und zur Not wechselt man ihn einfach durch einen frischen aus. Das Lumia 950 XL kommt in der Single-SIM oder Dual-SIM-LTE-Variante und hat natürlich einen Micro-SD-Kartenschacht bis 200 GB. Achtung beim Einsetzen des Akkus, ihr müsst ihn unter die Kameralinse schieben. Kommen wir zu den offiziell von Microsoft zertifizierten Mozo-Wechselcovern. Insgesamt gibt es für das Lumia 950 und Lumia 950 XL 4 Farbvarianten. Braun, Schwarz, Weiß oder Rot. Der Preis liegt bei 50 Euro, also nicht gerade wenig. Aber meiner Meinung nach lohnt sich die Anschaffung. Die Mozo-Cover verleihen dem Lumia 950 XL den dringend benötigten Premium-Look. Die Cover sind allesamt aus echtem Leder und jeder muss mit sich ausmachen, ob er ein Problem damit hat. Ich hätte auch nichts gegen Kunstleder gehabt. Der Rahmen sieht aus wie Metall, ist aber Plastik. Der Chromüberzug wird in einem Vakuum aufgetragen, um keine Bläschen zu verursachen. Billig aussehen tut das Ganze keineswegs. Und gut in der Hand liegen tut das Ganze auch. Im Lumia 950 XL ist High-End-Hardware verbaut. Ein Qualcomm Snapdragon 810 8-Kern-Prozessor und 3 GB RAM sorgen für ordentlich Dampf. Und auch wenn Windows 10 Mobile noch einige Probleme hat, läuft das Smartphone im Alltagsbetrieb absolut flüssig. Beim Wechsel oder der Wiederaufnahme von Apps sieht man nur wirklich sehr selten einen Fortsetzen- oder Laden-Bildschirm. Auch bei vielen geöffneten Hintergrund-Tasks kommt das Lumia 950 XL nicht ins Schwitzen. Performancemäßig entspricht es daher dem, was man von einem 700-Euro-Gerät erwartet. Ich bin wirklich kein Smartphone-Gamer.
Aber sollte ich es irgendwann mal werden, bin ich mit dem Lumia 950 XL gut bedient. Mit diesem grafisch intensiven Shooter mit Regen und Explosionen hat das Lumia 950 XL jedenfalls keine Probleme. Kommen wir zum Grafik-Härtetest. Candy Crush. Okay, Spaß beiseite. Aber Candy Crush schafft es immerhin, das Lumia 535 mit einem Quad-Core-Prozessor und 1 GB RAM in die Knie zu zwingen. Hier kein Problem. Heutzutage vergessen wir manchmal, dass wir mit einem Smartphone auch telefonieren können. Aber ich kann euch versichern, mit dem Lumia 950 XL machen Telefonate richtig Spaß. Ich konnte meine Gesprächspartner immer sehr gut verstehen. Und auch mich konnten sie immer sehr gut verstehen. Ob das wirklich daran liegt, dass Microsoft zwei Antennen verbaut hat, ich weiß es nicht. Aber wichtig ist doch das Ergebnis, oder? Wir sind bei meinem Lieblingsteil des Reviews angelangt, die Kamera. Alter Schwede. Unser Lumia 950 iPhone 6S Shootout hat eigentlich alles schon gesagt. Aber schaut euch nochmal diese Bilder an. Microsoft hat wieder eine 20-Megapixel-Kamera von Carl Zeiss verbaut. Die Linse ist f1.9. Aber es ist nicht nur die Hardware, die überragend ist. Erst im Zusammenspiel mit der Software werden tolle Bilder möglich. Wunderschöne Makroaufnahmen. Die meisten Farben sind etwas satter als in Wirklichkeit. Aber für meine Augen wirkt das gefälliger. Wie das Lumia 950 und 950 XL Gegenlicht handeln, ist einfach nur beeindruckend. Tolle Details auch in diesem Makro. Auslösen tun die neuen Lumias übrigens quasi ohne Verzögerung. Auch wenn die Nachtfotografie schon immer eine Domäne der Lumias gewesen ist, legt das 950 und 950 XL nochmal eine Schippe drauf. Auch wenn es nicht so aussieht, bei diesen Bildern war es fast völlig dunkel. In unserem 950 Review hat der Iris-Scanner absolut miserabel abgeschnitten. Und auch wenn er in meinem Test etwas besser funktioniert hat, habe ich ihn mittlerweile ausgeschaltet. Wenn er funktioniert, wunderbar. Doch manchmal funktioniert er bei nahezu gleichen Bedingungen einfach nicht. Kommen wir zu meinem Fazit des Lumia 950 XL. Einige Kritikpunkte, die wir beim Lumia 950 hatten, also das Knarzen des Gehäuses oder der Gelbstich im Display, konnte das Lumia 950 XL negieren. Das aus meiner Sicht etwas lustlose Design und der nur sporadisch funktionierende Iris-Scanner fallen aber auch beim großen Flaggschiff negativ auf. Dabei ist mir freilich egal, ob Windows Hello sich in der Beta-Phase befindet. Ich beurteile den Ist-Zustand. Und auch wenn sich das Design durch die hervorragenden Mozo-Cover aufwerten lässt, so kosten sie doch immerhin 50 Euro. Und eigentlich sollte gutes Design doch bei einem 700 Euro Flaggschiff inklusive sein. Wie auch beim Lumia 950 spreche ich auch beim großen Flaggschiff für Windows-Fans eine Kaufempfehlung aus. Das hervorragende Display und nicht zuletzt das Meisterwerk an Kamera entschädigen für vieles. Ich wünsche mir allerdings die Beteiligung weiterer High-End-OEMs, sowie Acer mit seinem Yade Primo. Ich wünsche mir einfach mehr Vielfalt im High-End-Segment. Microsoft hat gut vorgelegt, hat aber auch Luft für seine Partner gelassen. Auf das Continuum-Feature werde ich ausführlich in einem separaten Videobeitrag eingehen. Ich hoffe, meine Review des Lumia 950 XL hat euch gefallen und wird euch bei eurer Kaufentscheidung helfen. Besucht uns weiterhin auf windowsunited.de, abonniert unseren YouTube-Channel und im Windows Store unsere App Windows United. Vielen Dank, ich bin Leo Klint von windowsunited.de, wir sehen uns bald wieder.